Ich denke, dass die Begegnung von jungen Menschen aus den drei verschiedenen Regionen, Trentino, Südtirol und Tirol, sehr wichtig ist. Denn sie haben hier die Möglichkeit, Musik auf einem Niveau zu spielen, das in den heimischen Kapellen oft nicht möglich ist. Aber besonders hervorheben möchte ich schon die menschlichen Begegnungen, Freundschaften, die vielleicht auch über Jahre dann anhalten. Und ich denke, genau das ist das, was mir mit so einem Projekt eigentlich erzielt werden möchte. Das Jugendorchester der Region ist ein wunderbares Projekt, ein Zeichen dafür, für Frieden, damit man auch die Menschen musikalisch über Grenzen hinaus besser verbinden kann. Gerade in einer Zeit, wo die Gesellschaft sich etwas auseinanderlebt, ist es wichtig, die Menschen zusammenzubringen. Und wie ich schon gesagt habe, können die Musikantinnen und Musikanten sich auch als Botschafter des Friedens bezeichnen. Das Konzert in Doblach war ein einmaliges Erlebnis. Also es war für uns alle ein tolles Erlebnis, in diesem schönen Saal zu spielen, einem der schönsten Säle und war sicher einer der prestigeträchtigsten Säle hier in Südtirol zu spielen und die Akustik zu erleben. Das war für die ganzen jungen Musikerinnen und Musiker etwas ganz Besonderes. Ich bin dieses Jahr schon das zweite Jahr beim Aregia-Projekt dabei und ich finde, es ist einfach ein Mehrwert, weil es wirklich Menschen verbindet. Man findet neue Freunde aus Österreich, aus dem Trentino. Und deswegen glaube ich, dass es wirklich eben eine gute Investition ist. Ich nehme aus diesem Projekt sicher tolle Erfahrungen mit sehr anspruchsvollen musikalischen Werken und auch es ist toll, mit so vielen motivierten anderen Musikern, jungen Musikern gemeinsam zu spielen und eine tolle Zeit zu haben. Auch nach den Proben lernt man viele Freunde kennen. Wir hatten sehr viel Spaß diese Woche, auch bei den Proben und danach. Und ich denke, das ist ganz wichtig und ich finde dieses Projekt einfach toll, weil es bringt die drei Landesteile, diese drei Regio-Teile gut zusammen und vor allem die jungen Menschen. Also jedes Konzert ist anders. Musik ist ja eine Zeitkunst und man muss sich von zu jedem Ereignis immer wieder neu beweisen und die Musikerinnen und Musiker müssen immer wieder von Neuem die Töne zum Klingen bringen. Das ist nicht wie bei einem Bild, wenn man ein Bild malt, dann ist es irgendwann fertig und man kann es immer wieder anschauen. Aber Musik entsteht immer von Neuem. Und es ist jedes Mal wieder spannend in einem anderen Saal, unter anderen Bedingungen. Manchmal ist es heiß, es ist Freiluft oder im Saal. Es ist immer anders, aber immer spannend.